Bei dem Wetter sehnt man sich nach einer guten, warmen Mahlzeit. Aber ob ich die im Egerland-Museum in Marktredwitz bekommen werde? Hier werden Kultur und Geschichte des Egerlands dokumentiert, das heute zum größten Teil in Tschechien liegt. Im Museum befindet sich auch eine Kunstgalerie. Aber ich bin eingeladen zum Kochen. Ja, zum Kochen mit einer Kochkiste. Das ist keine Kochkiste. Hier sind Exponate zum Thema Flucht und Vertreibung ausgestellt. Und nebenan erfährt man vieles über die weltberühmten, mondänen Badeorte im Egerland. Marienbad, Karlsbad und Franzensbad. Ich suche eine Workshop-Gruppe, deren Teilnehmerinnen das energiesparende Kochen mit einem ganz ungewöhnlichen Kochutensil lernen sollen. Aber hier in der Bauernstube sind sie nicht am Esstisch zusammengekommen. Da wäre es wohl zu eng. In einem großen Vorraum finde ich sie, wo genug Platz ist. Hallo. An diesem Ort haben schon einige Veranstaltungen zum Thema Kochen mit der Kochkiste stattgefunden. Diesmal sind Mitarbeiterinnen des Museums die Teilnehmerinnen am Kurs. Sie werden geschult von Andrea Wagner, die sich intensiv mit Kochen in früheren Zeiten beschäftigt hat. Und da wird gekocht damit? Ja, da wird also jetzt nicht die Suppe reingeschüttet. So. Das sind Kissen. Das Prinzip beruht einfach darauf, schlechte Wärmeleiter. Da stellen wir den Topf rein. Hier drin gart es ungefähr doppelt so lange, manchmal auch etwas länger bei Fleisch, als auf dem Herd. Hält circa 12 Stunden heiß. Und sie sparen dadurch natürlich einen Haufen Energie. Also zuerst die Zutaten im Topf aufkochen, dann rein in die Kiste. Dann nicht den Deckel aufmachen. Auf keinen Fall. Wer das macht, wird sofort von der Veranstaltung ausgeschlossen. Wenn Sie den Deckel aufmachen, müssen Sie nämlich wieder von vorne anfangen. Ja, erstmal muss was rein in die Kiste. Und dann will ich sehen, ob es funktioniert. Wir machen ein Kartoffelgulasch und wir machen Salzgemüse. Wir sammeln den Abfall, dann mache ich dann später Gemüsebrühe drauf. Für Salzgemüse nehmen wir dann alles an Gemüse, außer Kartoffeln. Gespart wird. Kochen in der Kiste, Schalen auskochen, das klingt nach Notzeiten. Man weiß ja oft aus der Familie Geschichten, die aus der Zeit kommen, wo man diese Kisten vielleicht auch wirklich benutzt hat. Früher, wie ich Kind war, weiß ich noch, wenn meine Mutter, meine Eltern sind beide in die Arbeit gegangen, da hat meine Mutter dann vorbereitet und hat sie ins Bett gestellt. Handtuch aufs Kopfkissen und dann mit dem Zudeck zudeckt. Und da ist es dann auch. Bis Mittag war das dann fertig, das Essen. Und hat den Zettel geschrieben, Essen steht im Bett. Und ich habe das mit meinen Kindern aber auch so gemacht, wenn ich unterwegs war und habe immer irgendwas gekocht, das habe ich ins Bett gestellt und dann, wenn die von der Schule gekommen sind, haben sie halt dann essen können. Meine Großmutter in Polen hat es genauso gemacht. Mit der Kiste? Ja, mit der Kiste nicht, sondern das gleiche Prinzip wie bei der Sigrid. Und zwar hat die Oma das in ein Handtuch geschlagen und dann eben ins Bett gestellt und dann hat das fertig gegart. Und Sie haben keine Kochkiste daheim? Nein, es gibt daheim eine alte Truhe. Und das war früher mal eine Kochkiste, aber das kenne ich nur aus Erzählungen. Also ich habe das Glück gehabt, auf einem Bauernhof aufzuwachsen. Mhm. Und da war eigentlich immer jemand daheim, wenn man von der Schule gekommen ist. Und das hat immer was zum Essen gegeben. Von dem her weiß ich das nicht. Allerdings mit Schnellkochtopf, also da kennen wir perfekt aus. Also der ist immer so im Einsatz. Der Schnellkochtopf ist ein moderneres, energiesparendes Kochgerät. Die Kochkiste stammt aus Zeiten, in denen auch Kühlschränke noch mit Eis befüllt wurden. Es gibt tatsächlich Kochbücher dafür. Die Kiste war damals kein Kuriosum. Die Frankfurter Kochkiste, was ist das sogar? Oder nach Frankfurter System? Die Frankfurter Kochkiste, das Frankfurter System, war die erste Einbauküche, die konzipiert wurde. Und da war bereits eine Kochkiste drin vorgesehen. Das war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Zeitgewinnen beim Kochen war damals schon etwas Erstrebenswertes. Alles, was wir hier haben, ist Bio. Und ja, dann dauert das eine Zeit. Es wird also angebraten, 10 Minuten ordentlich aufgekocht. Dann kommt es in die Kiste. Und ich denke, in der Stunde können wir essen. Also eine Stunde dauert der Garprozess gewiss fürs Gemüsegulasch. Brühe? Die selber gemacht. Die selber gemacht, ja. Selber gemacht aus dem Schälabfall.
Und das darf jetzt 10 Minuten nicht aufgemacht werden. Und dann kommt's in die Kiste. Bis ordentlich heißer Dampf unterm Deckel ist, wird noch schnell Salzgemüse aus dem übrigen Grundzeug und Wurzelwerk gemacht. Kleingewolft wird das mit sehr viel Salz vermengt und so konserviert. So, dann könnt ihr im Prinzip eigentlich schon anfangen mit Abfüllen. Das Salzgemüse ist eine selber gemachte Suppenpaste. In Gläser gefüllt ist sie mindestens ein Jahr haltbar. Daraus kann Gemüsebrühe gemacht werden oder man nimmt es als Würzmittel. Jetzt ganz schnell, zack ich, den Topf in die Kiste. Jawohl. Das Kartoffelgulasch ist jetzt kochend heiß. Jovita Maciejewski folgt der strengen Order und bringt den Topf schnell ohne Wärmeverlust zur Kochkiste, zum Fertiggaren in der Isolierung. Und jetzt mal ganz klar, jeder, der sich jetzt entblödet und den Deckel aufmacht, wird von der Vorstellung verbannt. Deckel bleibt zu. Der Deckel bleibt zu. Und weil deshalb genügend Zeit ist und man nicht aufpassen muss, zeigt mir der Museumsleiter Volker Dittmar in den Ausstellungsräumen ganz besondere Objekte, die auch mit Essen zu tun haben. Speisekarten. Schauen Sie mal her, das ist ein geprägtes englisches Königswappen. Das ist der König Edward VII. Und gespeist hat er 1908 am 30. August in Marienbad im Hotel Rübezahl. Und hier ist also die ganze Speisenabfolge erklärt. Das konnte natürlich nicht jedermann essen. Eine Poulade, verschiedene Früchte. Prager Schinken. Prager Schinken, alles bekannte Leckereien der damaligen Zeit, die nur sich der Hochadel geleistet hat. Haute Cuisine, modernes Leben, daneben bittere Not. Wir stellen natürlich die Kulturgeschichte des Egerlands insgesamt dar. Ein wichtiger Aspekt ist dann auch Flucht und Vertreiben. Hartes Brot liegt in der Vitrine. Das Brot stammt aus dem Jahr 1917. Und das Ehepaar, was Sie hier sehen, das Ehepaar Heuer, hat es damals bei der Hochzeit angeschnitten. Das war ein Glücksbrauch. Und die haben das zeitlebens aufbewahrt. Dann ist es Glück in der Ehe, die Gesundheit und so fort. Und die haben das 1945 bei der Vertreibung mitgenommen. So wertvoll war das für sie. Also es ist auch ein hoher ideeller Wert, der in dem Brot steckt. Für mich ist es eines meiner wertvollsten Stücke in der Sammlung, weil da lebt die Geschichte weiter. In diesem Brot, mit Geld nicht zu kaufen. Wenn das Brot verloren ginge, das wäre ein herber Verlust, weil die Geschichte dann auch weg ist. Ein uraltes, vertrocknetes Brot und rohe Schalen. Gewöhnlich gewiss nichts Wertvolles. Aber das eine ist doch ein Schatz, das andere eine oft verschwendete Ressource. Alles, was man so an Gemüseresten hat, kann man mit rein. Und auch das Gemüse, Spülwasser aus dem Eimer, nichts verkommt. Das Salzgemüse, der Rest, der wird jetzt schon reinschütten. Jetzt rein. Schütten wir drauf. Und dann? Nochmal mehr Wasser drauf, bis es bedeckt ist. Dann müssen die Schalen aufkochen und kommen bei geschlossenem Deckel in die Kochkiste, wo sich die Suppe dann sozusagen selber weiterkocht. Aber erst muss das Kartoffelgulasch heraus. Obacht, Leute, es ist soweit. Tada! Da ist er. Vorsicht, heiß und fertig. Bevor am Tisch der Topfdeckel geöffnet wird, müssen jetzt noch ganz schnell die im zweiten Topf aufgekochten Gemüseschalen in die Kochkiste. Im fliegenden Wechsel. Nach 1-2 Stunden ist dann auch diese Brühe fertig. Doch jetzt sind alle gespannt und neugierig drauf zu sehen, wie das Kartoffelgulasch, das schon am Tisch steht, worden ist, ob es durch ist. Na ja, es raucht jedenfalls noch. Sehr gut, richtig. Beim Schöpfen raucht's noch. Also heiß ist das Gulasch, aber ob die großen Kartoffelstückerl und die harten gelben Rüben wirklich weich geworden sind, so ganz ohne Energiezufuhr. Die Soße schaut schön sämig aus und es scheint, als ob man es essen könnte. Mal testen. Wenn sich's bewährt, müsste man sich gleich so eine Kiste selber bauen. Sie gart, ohne dass man dabei sein muss, und hält lange warm. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, ob das durch ist. Es ist weich. Also es hat alles noch Biss, aber es ist richtig schön durch, also perfekt. Und es schmeckt auch gut, wirklich das gut. Das freuen wir am meisten. Es zerkocht nicht. Ja. Wenn ihr das nachmacht zu Hause und in der Kochkiste brennt auch nichts an.
Ja, und der Schmand mit dem Petersil ist auch. Passt gut rein. Ja, das Gericht ist bestens gelungen in der Kiste. Und es soll auch ein richtiges Gulasch da drin was werden. Es dauert dann aber 12 Stunden, bis das Fleisch weich ist. Wie gesagt, eine Teilnehmerin hat mir dann geschrieben, ich habe heute das weltbeste Gulasch gemacht, alles aus der Kiste.